Zwei Tage, zwei Hexenbälle, eine proppenvolle Tonhalle am Wochenende in Villingen. Dazu technisch aufwendige Vorführungen auf der Bühne und glückliche, überglückliche, zufriedene Narren. Was braucht eine Fasnet-Veranstaltung mehr? Die Veranstalten der Hexenzunft Villingen und ihre Gäste sind sich einig. Zwei rundum gelungene Hexenbälle, die es wieder einmal in sich hatten. Hat euch die Show gefallen? Ich fand super. Also war von allem etwas dabei, ne? Bei Ihnen? Es war super. Super Stimmung. Ich fand es überraschend, aber trotzdem interessant. Also es hat Spaß gemacht, echt. Und beim nächsten Hexenball werdet ihr auch wieder dabei sein, nächstes Jahr? Auf jeden Fall. Hat euch die Show gefallen? Ja, war schon okay, ja. War ganz gut. Ja, war eine super Show. Gute Bühneneffekte, gutes. Alles war gut, alles perfekt. Wir haben von Hexenzunft von vergangenen Jahr Regenvorhang bekommen. Jetzt kommen wir hierher, um uns bedanken. Vorsitzende von Hexenzunft hat bekommen eine Flasche handgemolkene Kamelmilch. Schmeckt nur etwas kräftig, weil wir nicht wissen, war bei ganzen Kamele ein männliches Kamel dabei. Und er war wunderschön. An alle Akteure ein super, super Kompliment.